Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Back to the Woods. Ja, ich habe mir mal was überlegt. Eine eigentlich relativ interessante Idee. Um das Problem, zumindest finde ich das, auch optisch gesehen, diesen Schmarrn hier wegmachen. Und weil ich da drüben das schon so angelegt habe, an der Brücke, kann man ja theoretisch, glaube ich, müsste ich sogar ein Stückchen höher bauen. Eventuell. Müsste ich schauen. Vielleicht von hier aus so nochmal höher. Erstmal nochmal angucken. Kann man hier mit dem Boot entlang fahren? Das soll auch so gedacht sein, dass man dennoch hier mit dem Boot fahren kann. Jetzt ist gerade groß, wie man hier sieht, aber immerhin. Verdammt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde hier einreißen, unter dem Wasser und hier wieder rauskommen. Am besten natürlich genau hier. Und aus dem Grund werde ich jetzt hier einfach mal anfangen. Ich mache das hier mal komplett weg. Keine Sorge, ich habe noch. Ah, das war jetzt okay, das ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Genau. Ist die Frage, wie tief müssen wir machen? Das ist die Frage. Okay, geht nicht mehr. Ja. Verdammt. So, wie tief ist die gemacht? 1, 2, 3. Okay. Das können wir da immer noch wieder einsetzen, so ist es jetzt nicht. Beziehungsweise kann ich dann im Offline mal wieder reparieren, falls das jetzt totaler Schmarrn ist. Obwohl, brauchen wir eigentlich. Ich weiß nicht. Wir brauchen eigentlich nur 2. Ach, wir machen das mal hier mit 3. So. Ja, nächste Idee war halt dann. Wir legen 1, 2, 3, 4. Das ist dann Mauern überall, über wo ich das Sand hingetan habe. Auch mal zu vervollständigen. Damit dann auch wirklich mal so ein ganzes Gebiet haben. Ich frage mich aber, wie tief ist denn das Wasser mittlerweile? Das ist die Höhe von der Ebene, okay. Das da. 1, 2, 2. Das Wasser ist 2 tief. 2, hier ist Wasser. Die Erde muss kommen. Ich glaube noch einmal. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Puh, es darf ja nicht tropfen, das ist auch wichtig. Ah ja, tropft, okay. Also nochmal einmal. So. Mal auf die andere Seite, damit wir wieder. Ja, wir machen halt. Oder geplant ist halt das. 1, 2, 3, 4, 5. Muss dann nochmal. Die Mauer zu machen, damit wir dann erstmal so das gesamte Gebiet haben. Ah, sieh, da sind wir schon da angekommen. Zack. Ja. So. Ich würde sagen, wir machen das hier mit weg. Ich habe das irgendwie das Bedürfnis, noch größer zu machen. Da ich hier ja schon fast dagegen laufe.
Also, nee, nicht so. Wenn man hier einmal niedriger mache. Oh, ist jetzt Nacht? Das ist schlecht. Hier soll ja nichts spawnen. Das wäre wirklich schlecht. So können wir es machen. Na gut, dann nehmen wir gleich mal hier weg. Wenn er schon einmal hier ist. Denn Bauprojekte sollen ja nicht gestört werden von Ressourcen. Sieht jetzt auch nicht nach einer allzu großen Art aus. So. So. Ich habe immer noch das Gefühl, oder jetzt mit daran. Müssen wir schauen, wie die Treppen sind. Ich glaube, die Treppen sind dann nicht genauso doof. Warte mal. Achso, das und das. Nur hier Tops, oder? Ah ne, hier tropft's auch. Bisschen doof. Ich hol mal ein paar Treppen und dann schauen wir mal. Und ich habe die Zeit vergessen. Und schon mal Treppen, dann gucken wir mal einfach mal, wie das aussieht. Genau, wie es anfühlt. So, ein Stapel. Nochmal das Mampfen gehen. Also finde ich schön, wenn es unter dem Wasser läuft. Auch vom optischen her. So. Mal austauschen. Ich mache das mal auf einer Seite. Okay. Geht, also geht gerade so. Also wirklich eine ganz knappe Nummer hier. Und das scheint auch eine ganz knappe Nummer zu sein. Oh, das ist aber wirklich eine ganz knappe Nummer. Okay, da haben wir unsere Treppe. Hier ist unser Durchgang und Unterführung in dem Fall. Nee. Nee. Ah, wegen dieser Ecke. Können wir aber kaum hinkommen. Okay. Ja, wenn ich das so machen, dann tropft's. Okay. Dann nochmal hier nochmal. Nein, Grüber. Ach, der Krüber setzt da, stimmt. Na, kümmere ich mich um ein anderes Mal drum.
So, was könnten wir noch in dieser Folge machen? Die Mauer mache ich offline. Das ist sehr viel Arbeit. Die Nerven. Ja. Na komm, wir gehen ein bisschen hacken. Ein paar neue Räume schaffen. In der Zeit kann ich ein bisschen rumlabern, noch die Zeit ein bisschen rumkriegen. Wo fangen wir an? Da haben wir. Machen wir hier hinten erstmal weiter. Da haben wir schon angefangen. Okay. Wie viel habe ich hier gemacht? 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Da weiß ich Bescheid. Ja, was ist denn so passiert in letzter Zeit? Wie groß machst du das? Mal schauen, wie ich Bock habe. Was ist in letzter Zeit passiert? Wenn das wieder raus ist, dann merkt man es wahrscheinlich nicht, aber hatte mal einen kleinen Aussetzer gehabt. Nicht richtig Bock gehabt auf Let's Plays aufnehmen und so. Und habe gedacht, ja, bevor ich ohne richtig Lust rangehe, wird man das merken, wie so. Deswegen eine kleine Pause, habe ich mir da mal gegönnt. Und Tommy? Oder Bibi-Zombie? Hallo? Hab ich gedacht, komm. Jetzt hab ich wieder Bock. Fang mal wieder was an. Hallo? Oh Gott, also hier ist wirklich Schluss. Mehr geht nicht. Gerade. Warte. Da. Tata. Oh, so weit hinten. So ein großes Zimmer will ich machen. Okay. Ja, ich hab gedacht, komm, jetzt hast du wieder Bock drauf. Und jetzt nimmst du wieder auf. Hier bin ich. Ja. Das werdet ihr wahrscheinlich auch von anderen Let's Playern kennen. Die haben auch manchmal keinen Bock und da machen sie nicht und sagen dann, ach, wenn ich da wieder Bock habe. Das soll man auch akzeptieren halt. So, aber nichtsdestotrotz habe ich dann noch weiter geschaut, was könnte ich in Zukunft noch so Let's Playen und so. Und es ist auch so, wie ich es gerade mache, richtig, also zumindest was ich für richtig empfinde. Ja, muss man sagen, es läuft in dem Sinne. Nee, ist dunkel. Und dunkel mag ich nicht. Also es gibt ein paar Projekte, die ich noch gerne machen möchte. Aber langfristige Projekte sind dabei. Aktuell, das kann ich sogar sagen, um ein wenig Orientierung zu haben, welcher Tag wir haben, ist gerade Summer Sale 2015. Und da habe ich schon das ein oder andere schon entdeckt, was ich gerne Let's Play möchte. Aber dafür müssen erstmal ein paar andere Projekte, die ich jetzt gerade noch Let's Play, wie zum Beispiel Alan Wake, Let's Play ich ja noch, Van Helsing fing vor kurzem an, Deadlight mache ich ja gerade. Ja. Falls ich meine Meinung nicht ändern sollte, wird Chilled Light, glaube ich heißt es, kommen. Ein sehr nettes Spiel, hat mir sehr gut gefallen, die paar Videos, die ich gesehen habe. Was anfing wie ein kleines Märchen, entwickelt oder entpuppt sich dann am Ende sogar zu einem richtigen Strategie-Rollenspiel oder sowas in der Art heraus. Gar nicht nur so schlecht. Finde ich interessant, auf jeden Fall. Möchte gerne mal Let's Play. So. Was haben wir denn dann noch? Ein paar Fortsetzungen. Hier bei Helsing halt jetzt den zweiten Teil. Später dann eventuell mal den dritten Teil. Was haben wir noch? Alan Wake Nightmare habe ich noch im Pedo. Dann wird im Herbst diesen Jahres, ich glaube ja, ein Rollenspiel rauskommen in Style von halt eines japanischen Spiels. So, Anime-Figuren und so. Okay, hat diese, was man für früher auch kennt. In der Art, in der Richtung. Haben wir noch nicht richtig angeguckt, die Bilder. Aber scheint auch ganz nice zu sein. Und
das ist dann so, schon eher die Art Spiele, die ich auch für diesen Kanal mir vielleicht ausdenken könnte oder vielleicht eher dazu passen, sagen wir so, eher dazu passen. Deswegen. Aber wie gesagt, ich spiele dann noch weiterhin das, worauf ich Bock habe, wie Minecraft halt. So ein kleines Nebenprojekt, das ist wirklich nur ein Nebenprojekt. Andere spezialisieren sich ja komplett auf Minecraft, ich halt nicht, sag mir so nebenbei mal ein bisschen bauen, ein bisschen farmen, warum nicht. Halt andere Spiele wie Endwake ist jetzt nicht kein typisches Rollenspiel oder ein typisch japanisches Rollenspiel, es ist ein schöner Action. Ich finde es mehr so ein Action-Video, ja. Spiel. Gerade gucken. 3 hoch, ein Vierter und ein Fünfter, okay. Okay. Muss ja im gleichen Stile bleiben. Und deswegen, was haben wir dann noch? Deadlight ist eine Art, kein richtiges Survival, es ist ein. Man versucht schon zu überleben. Aber es ist ein Jump'n'Run 2D, würde ich einordnen. Ja. Was haben wir denn noch? Ich habe schon meine eigenen Spiele fast nicht mehr. Manchmal ein Multiplayer-Projekt, genau. Und den Koop-Modus da von Medieval, den Mod Total War. Total War? Ne, Total War. Halt diese Erhatteringer-Mod. Ja, leider ging es ja nicht weiter. Schade, aber kann man halt nichts dran ändern. Das ist auch so ein Strategiespiel gewesen. Also es ist, man findet bei mir eigentlich immer irgendwas oder könnte vielleicht in Zukunft noch kommen. Deswegen Vorschläge könnt ihr immer machen. Wenn ihr ein Spiel habt, wo ihr sagt, hey, hast auch drauf Bock, fragt mich ruhig. Wenn ich sage, yo, sieht geil aus, mach ich gerne raus ein Let's Play, dann könnt ihr mir auch sowas schicken. Natürlich erstmal mich fragen, ob ich überhaupt Bock habe. Ist wichtig, ich habe. Ich möchte aber nichts aufnehmen, worauf ich jetzt nicht wirklich Bock habe. Also kam Bleistift, das war's. Dieses Hero of the Storm, vielleicht kennt das der eine oder andere, wollte man mir halt einen Beta Key anbieten. Ich habe mir das halt mal so angeguckt, so ein paar Videos von anderen Leuten, die schon die Beta aufgenommen haben. Und da kann ich ganz klar sagen, nee, nicht so mein Ding. Nicht so wirklich. Also spiele ich ja schon in der Richtung wie Dota und League of Legends spiele ich gar nicht. Und wir haben keine Spitzhacke mehr. Spiele ich selber nicht. Also League of Legends hatte ich mal gespielt damals, vor einigen Jahren. Gefiel mir nicht so. Da, Dota habe ich gar nicht angefangen. Deswegen bin da nicht so begeistert. Auch bei den Spielen. Vielleicht spiele ich das mal ein, wenn genug Leute mal zusammenkommen. Sag ich, yo, dann spiele ich das, zock ich mal einfach mal an. Kein Let's Play oder kein Let's Test oder so. Ich zock's einfach mal an. Einfach so für mich. Belegen. So. Den Rest wieder reinlegen. Okay, mit nichts drin. Ja, wie gesagt, das ist so meine Meinung halt. So, ja. Also wenn man von einem Rollen Multiplayer. Okay, die Arten von wie Dota und so mag ich wirklich nicht. Wenn ihr jetzt sagt, gut, wie sieht's mit einem MMORPG aus? Naja. Haben schon so einige, also gerade viele Free-to-Play-Dinge haben schon viele probiert und waren auch nicht so wirklich was dabei, die mich richtig angespornt hätten oder mich interessiert haben. Es gibt drei Spiele, eigentlich zwei, den einen tue ich mal mit rein, wegen dem Aspekt. Was ich von einem Free-to-Play spiele, ja, immer mal ab und zu mal, so wie ich gerade auch Lust habe, nennt sich Our Kingdom. Das ist ein ja, sehr starker auf Anime oder animierte halt japanisch gemachte Art oder so. Total knuffig, ganz ehrlich. Total knuffig, dieses Spiel.
Natürlich Free-to-Play ist sehr eintönig, gerade von den Quests und so. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist schon nervig, aber nicht so schlimm wie bei anderen Free-to-Play-Titeln. Empfinde ich so zumindest. Deswegen, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinschauen. Da wusste ich auch gerne mal rum, ab und an mal. Ja. Was ich mal gespielt habe, sowohl als Beta-Spieler, als auch mal als Willkommen oder Hallo, du warst ja mal, du kriegst extra Key oder so, Spieler halt, war ich halt bei The Elder Scrolls Online. Da muss ich aber sagen, nee, so gut ausgedacht haben sie es nicht, finde ich. Also da fehlt so einiges, wie Beispiel, dass man eine Guild suchen kann. So wie bei anderen Spielen, im Öffnen des Bums ist ja eine Auswahl an möglichen Gilden, die Leute aufnehmen wollen. Oder andere Art und Weisen. Es gibt einige Spiele, die machen sich bei der Homepage. Das sind alle aufgelistet und kann sich darüber halt bewerben oder so, keine Ahnung. Da ist gar nichts. Also, selbst wenn da jemand eine Gilde gegründet hat, du wirst von der nie was erfahren. Außer, die registrieren sich irgendwo bei irgendeinem Forum, wo sie sich präsentieren können. Mehr ist da auch nicht. Auch Handelssystem ist ein bisschen für mich doof. Empfinde ich so. Also, ist nicht ganz schön. Man kann das auch zu stark in meinen Augen alleine spielen. Obwohl mich da doch eine Gruppendynamik so eines Spiels auch anreizt. Da sollten echt Levels geben, wo man echt sagen kann, hey, da kannst du nur mit einer Gruppe rein. Bemühe dich, meine Gruppe zu bilden. Sowas müsste kommen, aber kommt nicht. So, wir haben hier jetzt soweit vorbereitet, oder? Ah, jetzt haben wir nicht dabei, verdammt. Eine Werkbank haben wir nicht dabei. Das habe ich vergessen. Aber nicht so schlimm. Wir machen jetzt erstmal den Boden frei. So. Wie gesagt, das ist so aus dem Spiel, wo ich sage, also wenn ich das einfach mal so geschenkt bekomme, werde ich vielleicht mal wieder reinschauen und so. Eventuell mal als Gruppe mal was starten. Aber so jetzt extra holen würde ich beispielsweise nicht. Weiß ich aber sehr gerne spiele, was aber ein Hindernis hat, warum ich das nicht so häufig spiele, weil es halt kein Free-to-Play ist, ist das Game Final Fantasy 14 Real Reborn. Also ich bin da richtig großer Fan, mir gefällt das richtig gut, aber die monatlichen Kosten, ja. Das ist immer so eine Sache. Sollte ich mal mehr Geld verdienen auf irgendeine Art und Weise, ob jetzt nun mit YouTube, mit Product Placement oder einfach nur durch meinen Job, wenn ich da mal eine Höhenerhöhung erhalten sollte, dann werde ich natürlich nochmal vielleicht regelmäßig drin sein, weil ich noch halt das Geld dazu habe. Da muss man halt schauen. Aktuell momentan noch nicht. Ich gucke immer wieder, ob ich mal wieder Lust habe, wenn ich dann halt das kaufe. Meistens dann gleich für 2 Monate, weil es so im Preis-Leistungs-Verhältnis zu anderen Angeboten effektiver ist. Versuche ich auch da dann wirklich zu suchten, auf Deutsch gesagt. Natürlich ist das mit dem Let's Play nicht so schön. Ja, da muss man schon ein bisschen, naja. So, hier ein bisschen Fackeln mal ordentlich setzen. So. Jetzt bolzen wir hier mal den Boden rein. Mann. Hier ist so 2 vor allem bekommen. Ich bekomme es nicht hin. Jetzt aber. Geht das nicht hin? Ah, fast. Ups. Hä? Schon wieder alle? Boah, Alter.
So, wie gesagt, Final Fantasy, mal klar, warum nicht. Da bin ich auch aktuell in eine Gilde. Die nehme ich auch nicht so jetzt schwer anscheinend, dass ich auch mal lange Zeit weg bin. Könnt ihr natürlich nachvollziehen. Aber mal schauen. Ist jetzt auch nicht so die tollste Gilde. Ganz ehrlich, ja. Mit denen hatte ich bis jetzt keinen richtigen Spaß gehabt. Ich bin da eigentlich nur drin wegen eines guten Freundes, der da drin ist. Weil sein Freund wiederum mit da drin ist und so weiter. Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt auch nicht jetzt so ein High-End-Gamer oder so. Ich bin da wirklich schon casual. Also wirklich nur, ich guck mal rein, hab meinen Spaß und das war's. Wenn eine Gruppe da ist, dann können wir ruhig mal zusammenspielen, mal ein paar Quests machen. Aber wartet nicht, dass ich da die ganzen Begriffe kenne. Also es ist wirklich schlimm, wenn ich in so eine Gruppe reinkomme, die dann mit ihren Fachwörtern um sich werfen und ich dann da stehe, was habt ihr gesagt? Und ich dann nur aufregen, was für ein Noob haben wir hier? Ja, mir egal. Nun denn, ich habe schon eine Zeit rumgekriegt. Gut, hier war jetzt nicht sehr, wirklich viel, was wir vom Bau her gemacht haben, was ich eigentlich eher wollte. Mal so ein kleines Video. Ich will einfach mal hier in die Ecke so. Hier rausgucken? Nee, nur so. Naja, das ist so auch mitunter der Standpunkt, der momentan bei mir herrscht. Aber ja, mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall noch einiges vorbereiten für Minecraft. Einige Bauprojekte, einiges vorbereiten natürlich im Hintergrund. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet bei mir schon wieder ein. Bis dahin. Tschüss.